Moin moin meine lieben Mid-Division-Agenten und herzlich willkommen zu meinem kleinen PTS-Vergleichstest. Doch bevor ich damit loslege, muss ich doch tatsächlich auch mal etwas in eigener Sache loswerden. Und zwar ein Danke, denn ich habe an diesem Wochenende wohl die 500er Follower-Marke übersprungen. Und das freut mich riesig und zeigt mir, dass ich anscheinend doch recht gute Videos für euch liefere. Und das sagt mir auch, dass ich weiterhin euch gerne mit neuen Infos zu Division bediene. Und ja, ich bin nicht so gut in solchen Reden. Dankeschön und jetzt kommen wir doch einfach zum Test. Ich habe mir mal das Nimble-Holster auf dem PTS 161 angeschaut, beziehungsweise einen direkten Vergleich versucht zu machen. Einen direkten Vergleich zu dem jetzigen 1.6er Nimble-Holster zu machen. Dazu habe ich mich mal in das Madison-Feld-Lazarett begeben, also die einfache Mission gestartet auf normal und habe mich ein bisschen von den Mobs beschießen lassen und bin dann einfach mal von Deckung zu Deckung gesprungen und wie ihr hier sehen könnt, das 1.6er, das heilt mich direkt und das 1.6.1er dauert halt eine Weile länger. Anders gesagt, mit 1.6.1 darf man die Deckung nicht mehr verlassen, denn sonst geht die eigentlich ankommende Heilung ins Leere. Man kann auch nicht die Heilung stacken, das heißt man hüpft von Seite zu Seite, um diese höher zu bringen, das zählt nicht. Jedes Mal, wenn man einmal die Deckung verlässt, wird von da an neu berechnet. Das heißt, wenn ich eine hohe Heilung haben möchte, dann muss ich auch einen weiten Weg hinterlegen, also genauso wie zuvor. Nur, dass man diesmal halt die Deckung nicht verlassen darf, beziehungsweise es Sinn macht, nicht direkt weiterzukämpfen. Sobald dann 161 mal live geht, werde ich es mal extremer testen, besonders bei den Versuchen meiner Solo-Runs. Aber für PvP werde ich dem Nimble-Holster für mich wohl keine Chance mehr geben können, weil da fehlt mir, glaube ich, der Skill und die Muße dazu, jedes Mal von Deckung zu hüpfen und zu warten, bis die Heilung endlich durchkommt. Da aber ja in der Dark Zone sowie auch Last Stand auf dem PTS-Server zurzeit, ich sag mal, gar nichts los ist, das werdet ihr auch gleich nochmal bei meinem Minentest sehen, werde ich das wohl auch erst dann genau sagen können, wenn es, wie gesagt, live geht. Kommen wir zu dem Test mit der Seeker-Mine, also der Luftdetonation. Ich wollte das auf dem PTS eigentlich gerne im Last Stand bzw. in der Dark Zone testen, aber wie ich eben schon sagte, da ist einfach tote Hose. Es ist ja so, dass 20% des Explosionsschadens der Suchermine, also von der Luftdetonationsmine, in Feuerschaden über Zeit geändert werden soll. Ich habe das dann mal hier bei Lexington getestet und muss sagen, ja, man merkt, dass da weniger Schaden ist, man merkt aber auch, dass es jetzt nicht so viel weniger ist. Anders gesagt, der Brandschaden bei den PvE-Mobs ist immer noch sehr gut, nicht mehr so gut wie vorher, aber man kann mit leben. Wie gesagt, ich kann leider nicht testen, wie es aussieht, wenn man sich damit ins PvP-Gebiet begibt. Eigentlich wollte ich das Ganze ja mit einem meiner Jungs dann mal in der Dark Zone testen, aber wir haben es zeitlich nicht geschafft, da zusammenzukommen. Und da ich das Video heute endlich fertig haben wollte, habe ich das jetzt mal aufgeschoben. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Sobald aber dann 161 live geht, werde ich das sofort testen, wie es dann aussieht und euch dann darüber informieren. Und das soll es dann für heute auch schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch mal wieder einen kleinen Einblick in die kleinen Unterschiede von 161 und 16 geben und wünsche euch eine schöne Woche. Frohe Ostern, frohe Weihnachten und ich bin raus, euer XLX und ciao, ciao.